Seid gegrüßt, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mad Max hier auf meinem Kanal RalfingIP. Wenn euch so eine Folge gefällt, lasst doch einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben, würde mich persönlich sehr freuen. Danke schon mal dafür. Und wir sind immer noch auf dem Weg hier runter, eben um die markierten Bauteile uns zu holen. Und zwar für ein Bauprojekt, diese Schrott-Crew-Teile, wo ich mal sehr gespannt bin, weil es heißt, wenn ich offline bin, bekomme ich von diesen Schrott-Crew-Leuten Teile. Ich hatte vor, nach dieser Aufnahme, nachdem ich das gemacht habe, erstmal ein bisschen Fahrradfahren zu gehen. Und da werde ich bestimmt 1 bis 2 Stunden unterwegs sein. Und bin mal sehr gespannt, was das Ganze dann für mich bringt in der Zwischenzeit, bis ich halt dann wiederkomme. So, da sind schon mal ein paar Leute. Kann sein, dass man auf mich... Ey, warum schmeißen wir mit Steinen? Geht's euch nicht gut oder was? Ach ja, den letzten verprügeln wir wieder, komm. Hör auf, mit einen Stein zu werfen. Das ist voll uncool. Wuttötung, ja, pass mal auf hier, ich bin voll wütend! Du solltest nicht in meinen Weg kommen. Ich bin voll mega aggro, Alter. Mann, 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 ey. Hab's euch gesagt, aber keiner hört auf mich. Okay, das Messer verliere ich anscheinend auch immer wieder, deswegen muss ich es wieder neu aufsammeln. So, das war der Schrott. Hier unten geht es aber an dem kleinen Stückchen Wasser geht es hier runter, wie ihr seht. Okay, den können wir erstmal ausrauben. Hängt das Zeug im Wasser? Ah ne, da ist die Kiste, wunderbar. Wir helfen trotzdem mal darunter, weil hier ist nämlich so ein Aufstieg. Könnte sein, dass hier noch irgendwas drunter ist. Nein. Ja, ich würde sagen, dann ab zur Cheats Festung. Das war unser Ziel. Wir haben es erstmal geschafft, die Teile zu sammeln. Zu essen kann ich nicht mitnehmen. Also diese Dose. So, und die ist zum Glück auch nicht so weit weg. Weiter geht's. Das ist auch mein Gebiet, also kein Feindgebiet gerade. Das heißt, wir haben ja schon, es ist noch nicht ganz grün, weil hier noch einige Sachen fehlen, wie zum Beispiel diese Minen muss ich noch aufräumen. Oder eben die ganzen Schrottteile einsammeln, denke ich, genauso wie das Ding hier, was ist das denn? Besiege den Top Dog Gaspar Grobe und schnappe dir seine Kriegsfarbe. Okay, ich glaube, das ist so der letzte Badass Motherfucker, den ich hier klar machen muss, bevor mir das komplette Gebiet hier gehört. Könnten wir danach mal einen Angriff nehmen, würde ich sagen. Oder? Was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie soll es weitergehen? Sprit und Wasser, da war zwar gerade Wasser, aber ich brauche es gerade nicht. Und ich habe schon wieder Schrott bekommen, sehr geil, 100 nehme ich. Ich habe auch eine neue Karosserie, wisst ihr ja, deswegen baue die Verbesserung für Check an. Okay, hier ist ein Gegner, den rammen wir mal zum Spaß. Wenn er schon so blöd in der Wüste rumsteht. Das ist für eine Hochzeit hier. Ach komm, das können wir besser, oder? Ja, ich glaube, du bist im Arsch, Kumpel. Und ich bin natürlich wieder da ausgestiegen, wo die Karre liegt, wo die Teile liegen. Wo die Karre liegt. Den Schrott schadet nie. Ich glaube 600 hat die neue Harpune gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube jetzt glaube ich 400. Den Typen da drüben müssen wir natürlich auch noch looten. Der hat ja irgendwas. Okay, kommt wieder ein Auto. Okay, sogar eins mit Teilen. Kann es sein, dass der mich irgendwie überfahren will? Oder warum hält er wieder mit mir handeln?
Sieht nicht aus, als würde er handeln wollen. So, jetzt müssen wir den Fahrer da rauskriegen. Was hat mich gerade getroffen? Ich weiß noch nicht was. Wow. Irgendein Sniper schießt auf mich. Frag mich nur von wo. Ah ja, wahrscheinlich hier oben rechts hinter mir. Ah genau, da oben ist er. Ist auch gut, dass wir da weiterfahren. Den brauche ich nämlich gerade auch nicht. Aber den sollte ich mir auf jeden Fall mal holen, den Typen. So, das Auto ist weg. Der Sniper ist hinter mir. Ich glaube, ich schieße das Auto mal hier, runter im Berg, damit ich die Teile in Ruhe sammeln kann. Ah ja, das mit den Teilen hat nicht so ganz hingehauen. Aufpassen, dass mich diese Sniper-Arschen hier erwischt. So, jetzt haben wir 400 Schrottteile. Also wir müssen noch ein bisschen sammeln, bis ich die 600 zusammen habe für die neue Harpune. Die wird aber, die ist aber echt unabdingbar langsam. Weil ich ganz viele Sachen treffe, die im eine stärkere Harpune benötigen, und wenn ich die nicht habe, kann ich da immer nur dran vorbeifahren und nichts machen, was eigentlich schade ist, weil alles, was ich auf dem Weg treffe, würde ich gerne gleich mit wegreißen oder zumindest aus dem Weg schaffen, und es liegt eben nur an der Ausrüstung gerade. Sonst bin ich nämlich ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Wenn ich jetzt noch so eine 100er Ladung bekommen würde von meinen verbündeten Farmen sozusagen, dann würde hier auch, glaube ich, die Party abgehen. Dann hätte ich kein großes Problem mehr. Ich muss leider wieder an dem Sniper vorbei. Wobei, ganz ehrlich. Da kennen wir nichts. Wo bist du, Kumpelmann? Dafür ist das Ding noch da, würde ich sagen. Aus keinem anderen Grund habe ich die Waffe an Bord. Und da vorne ist wieder sowas wie ein Konvoi oder zwei Autos. Gucken, ob wir die ignorieren oder... Ja, wir fahren links. Wobei es könnte sein, dass sie denselben Weg haben wie wir. Nein, haben sie nicht. Gut, ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg bezüglich der, des Gebiets hier. Das ist zwar immer noch nicht... Richtig, also es, man sieht es halt immer, dieses Tiefrote ist das, was ich noch nicht habe. Und das Gelbe, leicht gelb-orangene hier, ist halt noch das, ja, eine Mischung aus Feindgebiet und meinem Gebiet. Also da gibt es noch viel zu tun. Aber jetzt ernten wir mal die Früchte unserer Arbeit. Bei Cheat in the Base. Beinahe wäre ich die Klippe runtergefallen. Driver ist back. Ja Leute, das hättet ihr nicht gedacht. Was denn hier? Bauinfo? Okay, innerhalb des Hoheitsgebiet. So, hier bin ich mal sehr gespannt, was wir jetzt machen hier. Schrott wird automatisch über einen bestimmten Zeitraum gesammelt, während das Spiel ausgeschaltet ist. Wird eine Online-Verbindung benötigt, um Schrott zu erhalten. Das ist total crazy, Mann, Leute. Was passiert denn jetzt gerade? Aber eine geile Optik, ne?
Es schneit erstmal Sand. Die Festung verbessert sich und wächst mit jedem errichteten Bauprojekt. Bauen Sie alles, um die Festung an ihre alte Pracht zu bewundern. Okay. Ja, trotzdem erklärt das Ding jetzt hier noch nicht diesen super Schubkarren oder was auch immer ich da gebaut habe, wie das funktionieren soll mit dem... Wenn ich offline bin, bekomme ich neue Sachen dazu. Waffenkammer. Munitionsgürtel auffüllen. Ist jetzt noch nicht so wichtig. Ich schieße sowieso meistens immer nur irgendwo daneben. Sodala. Es geht weiter. Ich würde sagen, hier muss ich nicht zu meinem Buddy. Ich baue die Verbesserung für Check an. Oh, habe ich irgendwie das Ziel ein bisschen aus Augen verloren? Ach ja, da unten ist es schon grün, seht ihr ja. Das hier ist grün. So sieht's aus, wenn alles gut ist. Wo muss ich denn dieses Teil jetzt anbauen? Entschuldige mal, wo ist denn der grüne Punkt? Da hinten. Ne, Suchbereich. Irgendwie bin ich blind. Ist der in einem anderen Gebiet? Bitte nicht. Ne, es ist schon irgendwie dahin, dieses Ding da, ne? Betritt die Höhle der Menschentreiber. Ödlands Missionsziel. Baue die Verbesserung für den Check an. Ah, okay, wartet mal. Die Verbesserung für den Check. Ich glaube, ich muss einfach nur hier in mein Menü reingehen. Und jetzt theoretisch das Fahrzeug wechseln, oder? Check ist doch das andere Auto. Wo kann ich denn das Auto nochmal wechseln, Leute? War das hier? Anderes Fahrzeug wählen, genau. Fahrzeuge. Zack. Und wo ist der Check? Spotter. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das hier gerade richtig mache, aber ich versuche es auf jeden Fall. Tja, okay, alles klar. Es gibt auf jeden Fall sehr krasse Karten hier. Was bist du denn? Chumps Buggy. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Buggy ist, den ich brauche mit den Teilen. Oh! Sieht der ein bisschen anders aus? Let's do this, dog. Okay, aber eigentlich sollte ich doch jetzt hier das andere Auto haben, oder nicht? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin leider gerade ein bisschen verwirrt. Wie komme ich denn jetzt... Die Mission ist, baue die Verbesserung für den Check an. Was ist der Check? Nochmal, verdammt nochmal. Biografie. Charaktere. Da ist es ja. Ach, guck mal, hier. Nein, nein, nein. Check heißt der Typ, nicht Cheat. Ich Idiot. Der Hund? Okay. Der Interceptor. Magnum Opus. Ach Gott, ey. Es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß. Orte. Cheats Festung. Nee, das ist alles gut. Und Chance Versteck kann ich auch. Die ganzen Sachen habe ich auch hier. Ich kann wieder rumprügeln. Geil, Mann, ich krieg neue Prügelsachen. Vorschau. Yes. Nice. Nee, aber das war's alles nicht. Werkstatt. Ach, warte mal. Hier vielleicht? Okay, Shovelface sieht natürlich auch ganz geil aus, ne? Hat aber keinen großen Unterschied, oder? Ripper. Ja. Aber war das nicht sogar das hier? Sollte ich nicht hier... Die Roller, Wild Hunt, Shovelface, Furnance. Jetzt habe ich zwar einen Ripper daran gebaut, aber irgendwie bin ich immer noch nicht ganz schlau geworden. Aber auf der Karte sehe ich das nicht als Missionsziel. Das irritiert mich am meisten. Was ist das hier nochmal? Ist einfach abgehakt. Sowas kann ich ja mal leiden, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist Betritt die Hülle der Menschentreiber. Das ist ein Missionsziel, aber das ist nicht das, was da oben steht. Okay, dann gehen wir mal hier auf Hauptmission, baue die Verbesserung für einen Check an. Klassiker des Südlands, genau. Die Bedrohung in Cheats Hoheitsgebiet wurde verringert und den Schrott wurde eingesammelt. Chumpacket ist bereit, die verfügbaren Verbesserungen für seinen Erzengelentwurf anzubauen.
Da muss ich dann doch wieder zurück in die Scheiß... Nee, Mann. Chumbucket ist auf jeden Fall da drin. Warum kann ich denn nicht mit dem reden gerade? Also ich kann irgendwie nicht mit... Scheiße, warum geht es denn nicht? Also da steht doch, dass Chumbucket das Ding anbauen muss. Ah, was war das hier? Anderes Fahrzeug wählen? Können wir noch irgendwas gerade? Wahrscheinlich ins Fahrzeug einsteigen, ne? So, was habe ich denn hier? Erzengel? The Check. Hier steht The Check. Alles klar, den muss ich doch dann haben, oder nicht? Ich bin verwirrt. Warum steht denn da The Check? Aber ich kann den nicht auswählen. Also, wenn ich auf Erzengel gehe, seht ihr es ja. Das ist das erste Fahrzeug übrigens, The Check. Und das so heißt mein Fahrzeug. Erzengel nicht verfügbar. What the fuck, Leute? Metal Grinder. Hammerhead. Hier ist aber kein Check mit dabei. Und ich kann ihn auch nicht auswählen. Ich habe nur den Jumps Buggy hier. Dann habe ich hier den Spotter. Sonst nix. Bei den Erzengeln habe ich gar keinen. What the fuck? I don't get it. Tja, Leute, da stehe ich jetzt ein bisschen im Wald. Jeep may be a prime psycho, but he's our psycho. If you bad enough, I'll drop you where you stand. Also wir checken das nochmal aus. Auf der Karte ist auf jeden Fall keine Mission. Wartet mal, da können wir nochmal da fest hingucken. Groß sofort, Lieferung Schrott, Putzcrew, Wasserspeicher, Ölbrunnen. Alles nicht dabei. So, und dann nochmal hier. Wildlandsmission. Die habe ich schon gemacht. Wobei, die fehlt noch Pulvergier. Hauptmission. Hier, Chumbucket plant etwas zu bauen, das er ein Erzengel nennt. Eine bestimmte Kombination von Teilen, gesammelt, die zusammen einen spezialisierten Martin Opus erschaffen. Er nennt den Erzengel, den er bauen will, den Check. Und jetzt steht hier, bau die Verbesserung für den Check an. Das ist ja alles ganz gut, aber ich verstehe nicht wie. Okay, steht hier, der Check funktioniert nur mit der Karosserie Shovelface, der im Friedhof keine Karosserie mehr zu finden sind. Muss Max dann weiter in der Region kursieren. Großen Weißen aufspielen. Hä, what the fuck? Bau die Verbesserung für den Check an. Die Bedrohung in Cheats, das Holzgebiet wurde verringert und der Schrott wurde eingesammelt. Jumpbucket ist bereit für die verfügbare Verbesserung. Bei mir ist er überhaupt nicht bereit, weil der macht nichts. Sammelstücke, Legende. Ich hoffe, das ist kein Bug. Was anderes fällt mir gerade nicht ein, Leute. Und hier Menü, Werkstatt. Achso, wartet mal, das geht ja nur an Shovelface, hat er gesagt, oder? Guckt nochmal ganz kurz ins Pause-Menü bei Hauptmission. Hier steht, der Check funktioniert nur mit der Karosserie Shovelface. Vielleicht liegt es daran. Ah, ich habe jetzt die Karosserie Shovelface ausgewählt, richtig? Genau. Derzeit eingebaut. Dann, so blöd jetzt klingen mag, versuche ich es nochmal, Leute. Weil, da steht... Ach, komm schon! Da steht, es geht nur mit Shovelface. Okay, jetzt habe ich es drauf und es geht immer noch nicht. Ach, fuck you, Spiel. Warum bist du auf einmal so kompliziert geworden? Für Tipps und Tricks stehe ich immer wieder gerne bereit. Aber ich verstehe die Mission gerade nicht. Das ist mein Ziel. Dann fahren wir dahin. Was war das denn?
komm schon. Vorwärtsgang oder was? Sit tight. So, wir sammeln wieder fleißig Schrott. Da vorne sind ein paar Soldaten, Fußgänger, whatever. Was seid ihr denn für welche? Ich glaube, der kommt mich besuchen. Wollen wir ein bisschen reden oder was machen wir mit dem? Was geht denn ab mit dir, ey? Damit hast du nicht gerechnet, ne? Du Pflanze, ey. Nun gut. Baue die Verbesserung für den Check an. Ich sage euch, eine fragwürdige Mission in dieser Folge. Weil ich einfach nicht weiterkomme irgendwie. Zumindest gedanklich. Ich werde jetzt mal nach dieser Aufnahme, also wenn ich die Folge jetzt beende, ein bisschen googeln und hoffe, dass ich euch mit der nächsten Folge dann präsentieren kann, wie man den Scheiß hier beendet. Weil ich meine, ich hab's ja irgendwie schon, ne? Nur, guck mal. Den holen wir uns auf jeden Fall noch. Der sitzt, der steht da rum und brennt. Das war ja perfekt. Und wir können ja nicht noch auf mich drauf, hier, obwohl ich hier... Komm, die verprügeln wir. Was soll die Scheiße, Mann? Was traust du dich, Mann? What do you want, wollte er gerade sagen. Are you kidding me, man? Du hast mich angegriffen. Naja, stimmt ja gar nicht. Ich bin in euer Auto reingefahren. Eigentlich bin ich ja der Arsch. Aber ich freue mich dabei. Hahaha. So, Leute. Dann erstmal danke fürs Zugucken. Wir schauen mal in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Und bitte bleibt mir gewogen. Ist ein schönes Wort, gewogen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Mad Max, noch weiterhin gute Unterhaltung auf meinem Kanal. Auf Wiedersehen.